Ob in Filmen, Videospielen oder Musikvideos. Und knapp 1 Million Menschen in Deutschland besitzen mindestens eine Schusswaffe ganz legal. Insgesamt gibt es sogar über 5 Millionen registrierte Waffen im Privatbesitz. Die Vorstellung, dass so viele Menschen eine Waffe zu Hause haben, finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen komisch. Und das ganze Thema ist ja auch nicht ganz unumstritten. Trotzdem versuche ich mal ganz unvoreingenommen an das Ganze ranzugehen. Ich frage mich, warum man überhaupt eine Waffe besitzen möchte und wie das Geschäft mit den Waffen genau abläuft. Deswegen werde ich heute Waffenhändler einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleiten und auch selbst mal die ein oder andere Waffe in die Hand nehmen. Warum will man eine Waffe besitzen? Macht. Ich glaube, es ist ein Machtgefühl. Sage ich jetzt mal voraus, es ist ein Machtgefühl und es ist so eine subjektive Sicherheit, aber in Wirklichkeit, wenn man mit dem Ding nicht umgehen kann, dann, das ist wie so mit Pfefferspray oder so CS-Gas. Ja, wenn du dann im Stress bist und irgendwie geht alles schief und so, das ist ja auch alles, naja. Ja, ach, grüß euch, hallo, da seid ihr ja. Hallo, grüß dich. Ja, Felix, grüß dich. Du bist Waffenhändler, kann man so sagen, oder? Kann man so sagen. Was macht man als Waffenhändler genau? Man kauft und verkauft Waffen an Privatpersonen, an Behörden, von Behörden, an Großhändlern, an Händlern, je nachdem, wie weit man sein Spektrum ausdehnt. Was für Waffen verkauft ihr so? Zivilwaffen, also reine Waffen, die nicht dem Kriegswaffenkontrollrecht unterliegen, Sportwaffen, Jagdwaffen. Könnte ich jetzt auch eine Waffe bei dir kaufen? Wenn ich die entsprechenden Erwerbsberechtigung von dir kriege, ja. Da fragt man sich natürlich, wie wird man Waffenhändler? Man kommt ja auch nicht so als Quereinsteiger rein und wird dann irgendwie Waffenhändler, ne? Also das ist schon dann irgendwie, ist das so ein Ding, der Vater hat das schon gemacht und so? Ich weiß nicht, ob Diktatoren, können die mit so Handfeuerwaffen und so? Also Kalaschnikow so, aber das ist ja dann wieder Kriegswaffen, ne? Ich glaube, er spricht ja hier wirklich so von Flinten und Pumpgun und Handfeuerwaffe. Ich weiß nicht, da sind Diktatoren wahrscheinlich gar nicht so hinterher, ne? Die kriegen sie auch so irgendwie, die kriegen sie mitgeschenkt, wenn sie irgendwo sich aus dem dunklen Kanal sich so eine Panzerflotte irgendwie erkaufen, oder? Hast du die nicht, ist es unmöglich. Du brauchst die Legitimation, das heißt eine Waffenbesitzkarte oder einen Jagdschein musst du mir vorlegen. Hast du das nicht, gibt es keine Waffe. Jetzt darf ich dich ja heute mal so ein bisschen bei deiner Arbeit begleiten. Ja, natürlich, kein Problem. Was steht heute so an? Es kommt jetzt gleich noch ein Kunde, der kommt mit ein paar Schusswaffen hier an. Den kenne ich noch sogar von früher. Der kommt hier aus der Gegend und der kommt und bringt mir heute, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Waffen mit. Und die bewerten wir dann, taxieren die und... Normal day in the office. Versuchen ihm ein entsprechendes Angebot zu machen, dass er sich hier lässt. Hier ist unser erstes Lager, unsere ersten Arbeitsplätze. Hier lagert jetzt alles, was keine Schusswaffen sind und keine Munition. Schäfte, Optiken, Griffschalen. Zweite Lager, hier haben wir jetzt schon Munition lagern. Das ist schon ein bisschen mehr abgesichert, dieser Lagerraum. Hier lagern jetzt Hülsen, Geschosse, Munition, alles in dieser Richtung. Ich habe mal jemanden gehört, irgendwie, das war wieder so ein schrecklicher Amoklauf in den USA und so. Und dann ist das ja immer so, dann geht das ja da, ist das ja Thema auch in Late-Night-Shows teilweise und so. Kommt immer drauf an. Und dann war da mal so ein Typ, Waffen verkaufen, kein Thema, aber einfach Munition verbieten. Einfach Munition verbieten. Problem gelöst. Kann jeder sich an seiner Walter Paul zu Hause aufgeilen, kann die polieren, auseinanderbauen, ineinander setzen. Aber einfach Munition verbieten. Perfekt. Warum braucht man einen Yachtschein? Ja, ist mir auch aufgefallen. Also, stell mal vor, du verstehst es. Du kommst mit deinem Yachtschein und dann kriegst du immer noch nichts ausgehändigt. Mein Gott, ein Tag wieder gelaufen. Ist das hier ein Geschäft, wo Leute vorbeikommen, um bei dir was zu kaufen? Oder verkauft ihr die Sachen übers Internet? Wie läuft das so? Also wir verkaufen 99% der Sachen übers Internet. Ist es komplizierter, Waffen übers Internet zu verkaufen? Das Einzige, was komplizierter ist, ist der Nachweis der Erwerbsberechtigung. Aber heutzutage mittels E-Mail und kurzer Nachfrage bei den Behörden ist es eigentlich relativ einfach. Und dann kann man so eine Waffe ganz einfach per DHL verschicken? Oder wie läuft das? Mit persönlicher Übergabe, also Ident-Übergabe. Könnte ja sonst schon was schiefgehen, kann ich mir vorstellen. Also in der ganzen Zeit, wo wir das jetzt machen, wir haben ja zigtausende Waffen verschickt, ist noch nicht eine einzige weggekommen. Also mir ist schon häufiger was weggekommen, aber gut, wenn bei euch nichts wegkommt. Hier kommen wir dann in Versand, hier werden die Pakete gepackt. Also schon mal kann man festhalten, er verschickt auf jeden Fall nicht mit DPD. Nur so am Rande. Hier wird dann alles verschickt und einmal am Tag wird alles abgeholt. Das sind so in der Regel am Tag roundabout 50 Pakete, die wir hier packen. Meistens so um die 10 Langwaffen pro Tag, dann noch kurze Waffen und der Rest ist dann halt alles mögliche an Zubehör. Es brummt aber bei ihm, ne? Oder? 10 Gewehre am Tag, das ganze Zubehör noch dazu.
Aber ist ja auf jeden Fall schon eine Menge, dann, wenn es 50 Pakete ja, sind. Ja, das ist schon eine Menge. Kommt was zusammen. Das heißt, was glaubst du, wie viele Waffen verkaufst du so im Jahr? Roundabout 5000. Ja, und dann kommen wir jetzt zu dem Herzstück der ganzen Geschichte hier. So, hier kommen wir dann in unseren Waffenbunker. Sieht ein bisschen aus wie in diesem einen Raum bei Matrix, nur aus Holz zusammengeschustert, ne? Es war auch alles dabei. Naja, alles nicht. Kriegswaffen sind nicht dabei, ne? Also so Maschinengewehre. Sieht zwar aus wie Maschinengewehr, aber dann sind die oft nicht so, ich glaube, dann sind die nicht vollautomatisch und so. Solche Geschichten sind dann, glaube ich, nicht dabei. Selbst wenn da so ein langes Magazin dran ist, ne? Oder? Hier lagert dann so der Rest. Hier die langen Waffen, da die Kurzwaffen, Schalldämpfer und alles andere, was man noch so braucht. Wie viele Waffen sind das jetzt hier? Jetzt im Augenblick knapp über 5000. Das ist ja auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Ja, ist eine ganze Menge. Obwohl im Augenblick man sieht, ich habe also freie Plätze in den Regalreihen. Das heißt, wir müssen also wieder auffüllen. Wie viele Waffen könntest du hier lagern? Also maximal so 10.000 bekommen wir hier rein. Wie viele Waffen darf man so haben? Gibt es da irgendwie eine Grenze? In dem Bunker darf ich Gott sei Dank so viele lagern, wie wir reinbekommen. Was für Waffen habt ihr hier so? Über das Querbeet. Also wir haben wirklich von den ältesten Schätzchen über... Huch! Was denn? Musst du da noch irgendwie eine Schnur anzünden oder was? So noch Feuer legen an dem Ding? Über alte Jachtwaffen, Einzellader, KKs, hier ein paar Sportgewehre noch auf der letzten größeren Auflösung, die wir gemacht haben. Sammlerwaffen, alte Militärwaffen. Also interessant zum Beispiel hier ist ein 50 BMG von Fortmeyer mit. Das können wir aus Counter-Strike, oder? Entsprechenden Wechselläufen in auch wahnsinnig starken Kalibern. Ist eigentlich eine Gewehr für eine übergroße Maschinengewehrpatrone, die eigentlich auf Panzern montiert wird. Das heißt, wofür benutzt man das? Also es ist eigentlich eine Scharfschützenpatrone. Ja, in Pink hast du ein bisschen, kriegst du ein bisschen auch so Fortnite und Skins. Also ist Skins offenbar in echt und Wirklichkeit auch nicht so ganz undenkbar. Das ist einfach alles auch so ein Gewehr, ne? Muss auch irgendwie mit der Mode gehen, klar. Aber auch die Sportschützen sind mal auf die Idee gekommen, Mensch, da können wir auf einen Kilometer Entfernung mitschießen und noch treffen. Hat natürlich einen immensen Rückschlag. So hat man dann von einer Frau übernommen. Nur Frauen kommen auf die Idee, sich eine Blaser R8 in dieser Ausführung machen zu lassen. Klar, nur Frauen, Weiber, war, das ist das Ding. Irre. Die sind richtig, die drehen richtig ab. Die drehen richtig am Rad mit ihren Scharfschützengewehren. Klar. Hier ist Schalldämpfer. Ja, ja. Das ist dann auch noch Rochenleder. Wenn man so viele Waffen gelagert hat, hast du dann nicht irgendwie Angst, dass... Das Wochenendgewehr. Dass du irgendwie so ein Ziel von irgendwelchen Kriminellen werden könntest, die sich denken, hier ist ja ein riesiges Waffenarsenal. Also was man auf jeden Fall nicht will, ist, dass sich natürlich irgend so ein Waffenhändler, reden wir jetzt nicht von ihm hier, ne? Was man nicht will, ist, dass sich irgend so ein großer Waffenhändler mit so Reichsbürgern verschwört, ne? Das können wir nun wirklich nie gebrauchen. Das ist schon richtig. Aber wir sind ganz gut abgesichert. Wir haben ein sehr, sehr gutes Überwachungssystem. Rochenleder? Das war pinkes Rochenleder? Habe ich irgendwas verpasst? Aber es gibt natürlich nichts, was es nicht gibt, ne? Oder? Sowohl hier innen wie auch außen und haben entsprechende Vorsichtsmaßnahmen auch getroffen, die mir jetzt allerdings nicht verraten werden. Was fasziniert dich so persönlich an Waffen? Was mich fasziniert, die Technik. Wenn man das allein hier schon sieht, ist keine Waffe gleich. Alles unterschiedliche Techniken, unterschiedliche Arbeiten. Das ist das, was mich so fasziniert an den Schusswaffen. Ich möchte Hallo Wollux. Die Faszination für Waffen und das Schießen verstehen. Deswegen bin ich heute beim Verband Deutscher Büchsenmacher. Die machen sich vor allem für die Rechte von Waffenbesitzern und Händlern stark. Und Verband Deutscher Büchsenmacher. Was fasziniert dich an den Waffen? Ballern! Ja, ich denke, ne? Also durchaus. Also die Faszination, dass das so ein Gerät ist, das einfach Macht verleiht und so, dass es laut ist, dass es knallt. Also dieses, das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Aspekt so auf dem Schießplatz und so. Auf der anderen Seite, was er sagt, die Faszination, der Variantenreichtum, die verschiedenen Techniken, die verschiedenen Bauarten und so. Also das lasse ich auch gelten, auf jeden Fall. Das ist auch nichts anderes wahrscheinlich,
von dem Macht- und Baller-Aspekt natürlich mal abgesehen, das ist auch nichts anderes als bei Briefmarken oder irgendwie generell so Sammler und so, die verschiedenen Hersteller, die verschiedenen Philosophien, was ist bei einer Waffe wichtig, warum sitzt das da und da und warum macht der andere Hersteller das anders? Also das glaube ich schon auch, dass das irgendwie ein Teil der Faszination ist irgendwie. Und hier werde ich heute auch zum ersten Mal mit scharfen Waffen schießen. Hallo, guten Tag. Hallo Felix, herzlich willkommen beim VDB, komm rein. Freut mich. Heute machen wir einen kurzen Crashkurs zum Thema Sicherheit. Denn bevor wir auf den Schießstand gehen, müssen wir erstmal sicherstellen, dass du dich auch entsprechend verhältst. Habt ihr schon mal eine Waffe in der Hand gehabt? Ich habe ein Luftgewehr, habe ich mal in der Hand gehabt. Klassisch, Ferienpass hieß das bei uns damals in den Sommerferien. Dann konntest du natürlich auch zum Schützenverein und mit dem Luftgewehr schießen und so weiter und so fort. Haben die natürlich auch für Nachwuchsgewinnung genutzt. Aber so eine Pumpgun oder so eine Handfeuerwaffe noch nie in der Hand gehabt. Das war irgendwie, es gab, wo ich damals mit dem Rucksack in Kambodscha war, da gab es so Möglichkeiten auf so eine Schießplatz zu gehen und da irgendwie mit der Kalaschnikow zu ballern und so. Aber irgendwie wollte ich das nicht. Weiß nicht, fand ich doof irgendwie. Das hat irgendwie, ging in meinem Kopf irgendwie mit dem, was ich da sonst so erlebt habe, ging das irgendwie alles nicht so zusammen. Nichts passiert. Also wir haben mit dem, was hier liegt, ziemlich viel abgedeckt, was es so gibt. Okay. Ich saß mal in einem Gepard-Panzer. Ist das so ein Schützenpanzer? Aber das ist nicht mit so einer riesen Haubitze drauf, sondern mit so einem kleineren Gerät, ne? Oder? Hattet ihr schon mal Waffen in der Hand? 1 Million Scoville? Ja, das geht auch als chemisches Kampfmittel durch, ne? Zählt Küchenmesser auch? Gut, dann hatte ich auch schon ein paar Waffen in der Hand. Schreckschuss? Ich hatte auch noch keine Schreckschusswaffe in der Hand. Pollocks Vater war Jäger, okay. Ein Bund mit 4 verschiedenen Geschossen in der Ausbildung, verstehe. Ein Gepard hat die Flugabwehr-Doppelkanone. Ach, dieses Gerät. Ach, das Mittelkaliber-Turmsystem, ja, wo ich Plücke reinquatschen wollte. Ja. Ja, das genau, diese Gepard-Panzer-Lieferungsdebatte für die Ukraine und so. Von wegen Luftabwehr. Ja. Und mit denen kann man aber auch, wenn man nah genug dran ist, dann kann man tatsächlich auch andere Panzer damit zerlegen, habe ich irgendwo gelesen. Und dann ging es doch hier Munition, dann saß der Munitionshersteller in der Schweiz und die Bundeswehr hatte gar keine Munition mehr für die Gepard-Panzer und so. Und der Schweizer Hersteller wollte nicht liefern, bla, 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 bla. Okay. Und das sind jetzt alles Sachen, die man theoretisch als Sportschütze auch zu Hause haben könnte? Die Sachen könntest du alle als Sportschütze zu Hause in dem entsprechenden vorgeschriebenen Behältnis verwahren. Also ich wurde jetzt eingewiesen und jetzt geht's zum Schießstand. Das heißt, ich darf die Waffen mal selber in die Hand nehmen und mal ausprobieren, wie das ist zu schießen. Ich muss aber sagen, meine Lieblingsvideos auf YouTube und so, das sind so Sachen, wo die Leute sich quasi die Schulter ruinieren, weil sie den Rückstoß unterschätzen. Das sind dann irgendwelche US-Waffenplätze und so und dann haben die alle so eine Wumme irgendwie und können die gar nicht halten und fliegen damit. Oder es gab mal so ein Video, da hat so jemand so eine Desert Eagle, das ist so eine wahnsinnig schwere, große Waffe, die kennt man auch aus Counter-Strike. Und dann hält die sich die so vom Gesicht oder eher, weiß ich nicht mehr genau, drückt ab und haut sich die Waffe schnellt halt hoch durch den Rückschlag und haut sich diesen Schlitten zwischen die Augen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich immer so ein bisschen gefreut, solche Waffenfails. Wo dann sich irgendjemand selber quasi Bein gestellt hat, ist jetzt nichts Schlimmes passiert und so. Aber das fand ich irgendwie immer, wurden direkt bestraft für ihr Waffennarrentum. Sehr gespannt. Wichtig ist jetzt, wenn du schießt, ich bin bei dir, stehe neben dir, erkläre dir die Handhabung von den einzelnen Waffen. In dem Augenblick, wo du dich nicht sicher fühlst. Ich habe Angst vorm Schuss, ich fühle mich gerade nicht so gut, Finger lang, runter, mir die Waffe übergeben oder die Waffe einfach ablegen und zurückgehen. Okay, und womit starten wir jetzt? Das ist eine Heckler & Koch P8 A1. Das ist die aktuelle Dienstwaffe der Bundeswehr. Aber das heißt, die ist schon so eine typische Waffe, die viel im Einsatz ist. Ja, gut. Magazin einführen. Ja. Überprüfen, ob es festsetzt. Gut. Dann formst du deinen Waffengriff. Und du kannst auch mit.
Jetzt aber bitte ordentlich zugreifen. Okay, und jetzt kann ich einfach. Ja. Hui, das ist schon krass. Guck mal, ich dachte, die hätte viel weniger Rückschlag. Die kommt ja doch richtig hoch. Scheiße. Ich erschrecke mich auch immer, weil das irgendwie später kommt, als ich denke. Da merkt man auf jeden Fall schon eine gewisse Kraft, die da bei rumkommt. Also das ist schon krass. Okay, aber ich habe getroffen. Getroffen hast du? Eins, zwei, drei, vier, den fünften sehe ich. Schwache YouTuber-Handgelenke. Das ist kein Gamer, ne? Oder wie ist das denn bei so Gamern? Haben die nicht, die haben so bestimmte Handmuskeln? Ich meine, so richtige, sag hier, so richtige League of Legends-Profis, die haben Pranken, oder? Den ganzen Tag die Maus, dies, das und so. Weil er nicht durchzieht. Okay. Ich nicht. Warum ist das denn so, dass man beim Sportschießen mit solchen scharfen Waffen schießt und jetzt nicht mit irgendwelchen Druckluftpistolen oder sowas? Der Spaß am Großkaliberschießen ist natürlich auch der Rückstoß, der Knall, die Bewegung der Waffe, die Energie. So wie es vielen Leuten halt auch Spaß macht, ein etwas PS-stärkeres Auto zu fahren. Klar kommt man auch mit dem Smartphone A nach B. In Filmen sieht so Schießen immer so leicht aus. Irgendwie, man ballert da irgendwie rum und das geht so super unkompliziert. Aber in der Realität ist das schon was anderes. Also man spürt so richtig die Kraft von dieser Waffe und diesen Rückstoß. Und das ist auch schon echt laut. Also ich habe da jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie im Kopf, okay, das ist gerade eine tödliche Waffe oder sowas. Sondern ich habe das Ziel, irgendwie möglichst gut zu treffen, möglichst in die Mitte. Ich habe trotzdem irgendwie so ein bisschen so ein flaues Gefühl im Magen. Es ist irgendwie schon was Außergewöhnliches, irgendwie so eine mit so einer Waffe zu schießen. Was hast du mir mitgebracht? Grüß dich, Armin. Hi. Grüß dich. Ja, dann lassen wir doch mal ins Auto. Hallo, Felix. Wie viel hast du denn? 6 Stück. Ja gut, das geht ja. 3. Packen wir erstmal aus. Warum bist du jetzt hier? Naja, ich jage seit 50 Jahren. So im Laufe von 50 Jahren sammelt sich so einiges an. Das sind oft Waffen, die ich geerbt habe oder die ich jahrelang nicht benutzt habe. Eigentlich wollte ich mir so fürs Alter noch was Neues kaufen und da brauche ich Platz im Schrank. Das heißt, wie viele Waffen hast du zu Hause? Ich habe über 10, jetzt noch. Und deswegen tue ich die 6 weg und dann gucke ich mal, wollte ich mir noch eine schöne kaufen. Tomatolix hat schon mal LSD genommen. Ach. Auch für so ein Selbstexperiment-Video, dies, das. Aha. Obwohl, das wäre doch das wäre doch eine geile Kombination, oder? Das hat man doch noch nicht gesehen auf YouTube Deutschland. Du musst das mal, diese ganzen Selbstexperimente auch irgendwie miteinander kombinieren. 6 Tage in einem dunklen Raum und dabei nur McDonald's fressen. Du musst das alles mal so zusammenführen. LSD nehmen, aber auf der Driving Range, hätte ich schon fast gesagt. Shooting, aber man sagt das, ne? Shooting Range oder so, ne? Das, man muss das alles miteinander verheiraten. Next Level. Mal gucken, was er mir Schönes mitgebracht hat. Die meisten Sachen hast du mir ja noch verkauft, oder? Oder ich habe sie halt geerbt, das weißt du ja. Das ist mein Schicksal, ne? Dann verkaufe ich sie erst, dann kriegst du sie irgendwann mal wieder zurück. Aber was für Waffen wären jetzt für dich interessant? Also solche Waffen, die ich jetzt gerade sehe, ich glaube, das sind alten Blaser Bergstutzen hier, haben die eigentlich gar kein Interesse mehr dran. So was geht dann meist auch in den Export. Ah, okay. Das heißt, du exportierst auch Waffen ins Ausland? Ja, vorwiegend. Okay. Vorwiegend gehen die also in Deutschland wieder raus, hier die Waffen. Mhm. Man kriegt auch den Gegenwert da heute nicht mehr für? Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, das hast du schon richtig erkannt, Armin. Obwohl, ich will mal so sagen, das ist jetzt eine 222, die kann man wunderschön noch zur Fuchsjagd einsetzen. Von daher, aber die, glaube ich, kriegt man hier auch in Deutschland noch wieder verkauft. Aber gut, ich habe die Daten, die ich brauche. Ich gehe jetzt mal eben schnell an den Computer, mache die Auswertung und sag dir dann, was ich bereit bin zu geben. Also wir haben jetzt Windows 95 wird hochgefahren. Da gucken wir mal nach. Die Tomatolix war von Koks maßlos enttäuscht. Ja, ich habe mir mal sagen lassen, Koks wirkt auch wahnsinnig unterschiedlich. Das ist nicht immer nur so dieses von wegen, wie sagt man immer, Ego-Pulver und so. Das wirkt auch bei anderen, das ist sehr, sehr unterschiedlich, wohl wie das irgendwie wirkt bei den Leuten und so, ne? Hier eine Datenbank, wo ich jede Waffe eigentlich wiederfinde. Das Programm sagt mir dann auch,
wie die Preistendenz ist, ob das fällt oder steigt. Wenn du jetzt eine Waffe einkaufst für, sagen wir mal, 300 Euro, für wie viel kriegst du die dann verkauft? Also ich hoffe immer, dass ich die dann, sagen wir mal, 300 Euro einkaufe, dass ich mindestens 4,98 dafür kriegen werde. Ah, wie mein Freund. Ich hoffe, du bleibst nicht. Also pass auf, kurz und schmerzlos oder sagen wir jede Einzelwaffe? Nee, nicht? Brauchen wir nicht einzeln besprechen. Also gut, kurz und schmerzlos 2.200 Euro. Okay, plus ein Abendessen. Dann machen wir das so. Ja? Krieg ich eine Quittung? Du kriegst jetzt einen Ankaufsbeleg noch? Ja. Das ist jetzt so der nächste Schritt. Ich muss ihm jetzt eine Ankaufsbestätigung dafür schreiben. Mhm. Die braucht er dann auch für die Behörde. Dann muss innerhalb von 14 Tagen muss er die abmelden, die Waffen. Ah, okay. Kommt dann mit dieser Ankaufsbestätigung und sagt, hier, der Schäfer, ich habe Glück gehabt, der hat sie alle übernommen. Ja? Machen wir. Okay. Wunderbar. Prima. Du bist soweit zufrieden damit? Ja, ich meine, man erhofft sich immer mehr. Da stehen Waffen für mit Sicherheit den dreifachen Wert. Die Waffen haben halt mal wesentlich mehr gekostet in der Anschaffung. Aber der Preisverfall ist heute da. Das fasziniert. Also das heißt, das ist ja nicht wie bei Uhren oder so. Gibt wahrscheinlich so einige Modelle, aber das ist dann wahrscheinlich irgendwas aus 1900 irgendwie. Antiquarisch und so weiter oder antiker Wert, antiquarischer Wert, wie auch immer. Und okay. Allein wegen der Bürokratie hätte ich keinen Bock, mir sowas zu kaufen. Ja, ich muss sagen, gut, die Leute, die natürlich scharfe Waffengegner sind, die werden sagen, es ist noch viel zu wenig Bürokratie und so. Aber es ist schon irgendwie, dann hast du da so Datenbanken, musst du irgendwie 1000 Zettel schreiben und so weiter und so fort. Man muss das schon irgendwie wollen. Die Faszination muss schon da sein, ne? Für diese, zumindest für diese wirklich diese Kaliber da. Wie dich so an Waffen? Einmal die Funktion, ist klar, ich brauche eine Waffe, die muss, da muss ich mich 100% drauf verlassen können. Also wenn eine Waffe nicht sauber schießt, würde ich die nicht haben wollen. Auf der anderen Seite muss ich mir eine Waffe aber auch ansehen können und mich daran freuen können. Andere Leute sammeln Autos oder sonst irgendwas. Für mich wäre also irgendein Sportwagen oder irgendwas vollkommen außen vor. Habe ich kein Auge für, kein Nerv für, brauche ich nicht. Aber bei der Waffe habe ich auch immer Geld angelegt, dass das was Vernünftiges war. Ja, aber er hat doch gesagt, hat sich alles halbiert im Wert. Das war kein dolles Geschäft, ne? Es gibt Waffelgegner, ja, das sind diese Krepp-Ultras. Wenn die draußen randalieren, dann bleibst du besser drin, ne? Mit deinen Waffelgelüsten. Du hast jetzt hier Zielfernrohr. Wenn ich eine Waffe einfach bei Kaufland kaufen könnte, hätte ich auch eine. Aber warum? Was ist da der Gedanke dahinter? Ist das selbst so Selbstschutzgedanken? Oder weil die einfach, man hat das natürlich, ich guck mal, ich habe Terminator auch geguckt, da war ich eigentlich viel zu jung dafür. Und natürlich, ich glaube, es war Terminator 1, da geht er in diesen Waffenladen an der Ecke und dann nimmt er diese Waffe und da ist dieses Laser, wie würde man denn sagen, dieser Laserpointer oben drauf, um damit noch leichter zielen zu können und so, wenn's zur Sache geht. Und natürlich ist man irgendwie auch total verdorben von solchen Geschichten, Serien, Filme und so, die Waffe, die Ästhetik der Waffe auch, davon kann ich mich auch nicht ganz lossagen und so. Was ich irgendwie, je älter ich wurde, immer ungeiler fand, das war so Waffenpornos wie Matrix und so, Deadpool teilweise. John Wick habe ich mit Frau Carlo jetzt alle Teile gesehen. Den vierten Teil wollten wir im Kino gucken, haben wir dann verpasst, haben wir dann zu Hause geguckt. Für mich absolute Lebenszeitverschwendung. Aber man hat es angefangen, wir haben es dann durchgezogen. Vierten Teil habe ich dann geguckt, weil er in der Kritik so gut wegkam und die wirklich teilweise die Action nochmal ganz neu erfunden haben, so ungefähr, hieß es dann in den Kritiken und so. Und ja, es war teilweise wirklich sehr originell umgesetzt, das kann man nicht anders sagen. Aber dieses ganze Geballere, diese ganzen Kopfschüsse und so, ich weiß nicht. Also irgendwie, da muss ich wirklich sagen, langsam bin ich wirklich zu alt für den Scheiß, ganz ehrlich. Aber ich kann das nachvollziehen, die Faszination an der Waffe, die Ästhetik der Waffe. Klar, ich glaube, es ist auch was sehr Archaisches im Menschen irgendwie. Subjektives Sicherheitsgefühl. Obwohl statistisch die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass ich durch die Waffe umkomme, weil ich sie besitze. Das ist tatsächlich so. Es gibt diese Untersuchung, das ist auch insbesondere in den USA und so,
Wer eine Waffe zu Hause hat, da steigt die Gefahr signifikant, dass man durch die eigene Waffe umkommt. Weil das Kind sie beim Spielen findet. Weil einfach jemand in mein Haus eindringt und mir die Waffe entwendet und mich damit über den Haufen schießt und so. Das muss man sich halt alles, es ist halt wirklich nur ein subjektives Sicherheitsgefühl. Viele Leute sterben durch die eigene Waffe. Das ist einfach so, ne? Im Streit, USA auch oft solche Geschichten und so, ne? Mit der Partnerin, mit dem Partner. Oh, das ist geil. Man sieht viel besser noch. Oha. Das ist nochmal was ganz anderes. Ja, Spielplatz. Ich hoffe, du meinst auf der Shooting Range. Was für eine Waffe war das jetzt gerade? Das war ein AR-15 und ist so die populärste moderne Großkaliber-Sportwaffe, die es gibt. Ist das also diese ganzen Waffen, mit denen wir gerade schießen, das sind alles deine Waffen, oder? Ja, das sind alle in meinem Bestand, ja. Das heißt, was machen die eigentlich alle beruflich? Ich meine, du kriegst es doch alles nicht geschenkt. Von der Munition mal ganz abgesehen. Ich meine, was kostet, ich meine, wenn du dieses kostet doch Tausende, Zehntausende Euro, dieses Hobby. Junge. Wie viele Waffen besitzt du? Tatsächlich privat habe ich gar nicht viele, sind vielleicht 12. Braucht man denn als Privatperson überhaupt so viele Waffen? So viele, wenn es 12 Stück sind? Ja, die brauchst du, weil wirklich jede ihre eigene Berechtigung hat. Also das ist, du kannst mit ein und derselben Waffe nicht alle Disziplinen abdecken. Das ist völlig unmöglich. Okay. Jede Disziplin hat ihre eigenen Anforderungen. Ich denke mal, die meisten Sportschützen, die haben so 5, 6, unter 10 dürfen die meisten sein. Es ist aber auch völlig egal, wie viele Waffen jemand zu Hause hat, weil gefährlich in Anführungszeichen ist nur die erste. Mhm. Ja. Und danach ist es eigentlich egal. Ah, die beiden, ne? 1, 2, 3, 4. Ach, guck mal, wie sie ihr Schweindall wiederverwenden. Die Einschusslöcher werden einfach wieder zugeklebt. Ja, das ist Nachhaltigkeit. So, das ist das. 4. Jetzt werden die Waffen vom Mitarbeiter von mir ins nationale Waffenregister eingepflegt. Man hört ja auch dann immer mal wieder von unregistrierten Waffen, gerade jetzt im kriminellen Bereich. Wie kann es sein, dass es dann unregistrierte Waffen gibt? Gerade nach dem Jugoslawienkrieg sind immense Mengen an nicht registrierten Waffen nach dem Krieg hier reingekommen. Das ist im Prinzip auch das Thema in dem Film Lord of War mit Nicolas Cage. Deutschland. Die kriminellen Strukturen haben diese Waffen tonnenweise hier reingebracht. Und das sind natürlich Waffen, die dann in die falschen Hände gelangen, wo wir auch keinen Zugriff drauf haben und wo wir auch nichts dran machen können. Selbst wenn wir die bekommen würden, wir könnten sie ja nicht mehr verkaufen, weil sie nicht im nationalen Waffenregister sind und wir sie somit nicht mehr in Umlauf bringen können. Weißt du denn eigentlich, ob mit einer Waffe, die du mal verkauft hast, irgendwie mal eine Straftat begangen wurde? Eine einzige Sache ist, hatte ich damals noch ein ganz normales Waffengeschäft hier in Gummersbach. Da habe ich einem Freund, der hat damals den Jagdschein gemacht, dem habe ich einen Revolver verkauft und der hat damals Probleme bekommen mit seiner Freundin, die haben sich getrennt und er hat sich dann mit diesem Revolver erschossen. Also das war schon ein ganz mieses Gefühl, muss ich sagen. Das war nicht schön. Mhm. Machst du dir sonst irgendwie Gedanken darüber, was die Menschen mit den Waffen machen? Man hofft natürlich immer, dass die Waffen nur dazu eingesetzt werden, wozu sie auch gedacht werden, zur Jagd, zum Sport oder zu Sammlerzwecken. Und ganz ausschließen kann man das natürlich nicht. Ja, jetzt geht's an die Registrierung. Ich prüfe jetzt die E- und P-Nummer zum Eintragen und guck, ob die Waffen Beschuss haben. Ich muss ja sagen, ich habe ja so wenig Bezug zu Waffen irgendwie. Je mehr ich davon sehe und je mehr die so diese Waffen handeln, so, dann sitzen sie da so in ihrem Büro, dann haben sie so eine Waffe so auf dem Schoß und so und dann halten sie die so. Natürlich ist die jetzt nicht geladen, das ist ja klar und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich ganz, je mehr man sieht, wie sie auch so in normalen Situationen so am Schreibtisch diese in der Hand halten, ist es wirklich ein bisschen befremdlich. Kontrolliere die Waffennummer, kontrolliere das Kaliber, alles, was waffenrelevant ist, wird hier kontrolliert, dann eingetragen. Hier kann man schon hier oben die Waffennummer sehen. Die wird dann mit dem Einkaufspapier verglichen. Dann gebe ich die Daten in dem NRW-Waffenbuch ein. Ja, und dann müssen sie ja noch alle in die Werkstatt. Hier wird jetzt jede Waffe noch mal auf Herz und Nieren kontrolliert. Das heißt, ich baue die jetzt einmal auseinander, nehme die Waffe im Prinzip aus dem Schaft raus, reinige die, wenn nötig. Und dann wird die Waffe so aufbereitet, dass man die zum Verkauf fotografieren kann. Weil heutzutage zählt ja ein Foto alles. Mhm. Aber du musst wirklich jede Waffe, die ich hier in der Werkstatt habe, immer gucken, dass die nicht geladen ist. Ne? Weil viele der Jäger stellen die Waffe ab in den Schrank, die ist geladen.
Ich meine, natürlich ist diese Ambivalenz an der Waffe, das ist natürlich, das ist eine gewisse Faszination. Ist doch klar, die Macht, die Gefahr des Missbrauchs, die Ästhetik auf der anderen Seite, ja, auch dieses, ja, durchaus so antike Waffen und so, oder die Funktionsweise, so ein Revolver funktioniert, so ein Colt funktioniert anders als so eine hier Walter, wie heißt das, Heckler und Koch und so, ne, mit so einem Schlitten und so. Das kann ich schon verstehen, was die Leute daran durchaus abholt, ne? Und dann bringen die auch die Laden hier hin, ne? Die wissen das gar nicht. Ist das schon mal passiert, dass du dann da noch Patronen drin gefunden hast? Ja, oft. Oft. Passiert ganz oft. Und je nachdem, was das für eine Waffe ist, kommst du an den Abzug, geht die direkt los, ne? Das ist auch nicht so selten, dass sich die Leute beim Waffe pflegen, Waffe putzen, sich eine Kugel in die Kauleiste schießen, ne? Wenn die vorgespannt ist oder so, ne? Das Gefährliche an so einer Waffe ist eigentlich nur der Mensch, der sie bedient, ne? Das andere ist ein Stück Stahl, mehr nicht. Was würdest du sagen, wie streng ist das deutsche Waffengesetz? Deutschland hat von den Anforderungen an den Waffenbesitzer, an den Waffenerwerb, die Latte wahnsinnig hochgelegt. Das deutsche Waffenrecht, wie sich es jetzt darstellt, ist in weiten Teilen weder für die Waffenrechtsbehörden noch für die Polizei und natürlich schon gar nicht für die Schützenhandhaber. Zu bürokratisch, zu umfangreich und auch zu unübersichtlich. Mhm. Andererseits ist es ja schon gut, wenn das irgendwie hart geregelt ist, oder? Also ich denke, dass jetzt nicht unbedingt jeder super einfach in eine Waffe kommen sollte. Also ich fühle mich, glaube ich, sicherer, wenn es möglichst wenig Waffen gibt, die irgendwie in Privathaushalten sind. Ich bin völlig bei dir, dass der Waffenbesitz geregelt wird. Und durchaus auch streng geregelt gehört in der Form, dass nicht jeder morgen in den Laden gehen kann und kann sich eine scharfe Schusswaffe kaufen. Und wie kann man das schaffen, dass dann die Sicherheit nicht darunter leidet? Das tut sie ja jetzt bereits nicht. Der Anteil von legalen Waffen an Straftaten ist verschwindend gering. Das Hauptproblem bei Straftaten mit Schusswaffen sind tatsächlich die illegalen Waffen. Und die bekommt man natürlich über eine Regelung der legalen Waffen, sprich über eine Verschärfung des Waffengesetzes, habe ich null Impact auf die illegalen Waffen, weil wenn jemand eine illegale Waffe hat, hält das sich ja sowieso nicht ans Recht. Jetzt ist das ja schon so, dass seit 1990 irgendwie fast 300 Morde mit Sportwaffen passiert sind. Also über 300 Menschen sind getötet worden durch Sportwaffen, die Sportschützen ganz legal besessen haben. Wie kann man denn verhindern, dass Sportschützen oder auch Jäger ihre Waffe für sowas benutzen? Jäger, auf der einen Seite finde ich immer dafür, dass so viele Waffen im Umlauf sind. Hat er ja gesagt, legale Waffen in Deutschland, was war das? Angemeldete Waffen. Gott, was waren das? 5 Millionen oder 500? Ne, irgendwie so 5 Millionen oder 500.000, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Irgendwas mit einer 5. Dafür denke ich dann immer, auf der anderen Seite passiert auch noch relativ wenig. Aber klar, ne, das ist ein Argument. Jeder Amoklauf und jede Tat, auch mit so einer registrierten Waffe, ist eine zu viel. Kannst du natürlich sagen, eigentlich müsste jede Patrone 5.000 legal erworben, muss eine Patrone eigentlich $5.000 kosten. Dann hast du dieses ganze. Es hat sich natürlich auch die ganze Ballerei bei den Sportschützen irgendwie erledigt und so. Aber ich glaube, strengere Waffengesetze in Deutschland, das kann es eigentlich gar nicht geben. Ne? Ich glaube, wir haben schon die strengsten Waffengesetze. Da musst du einfach sagen, dann sind Waffen halt verboten. Ne? Das wäre dann die Konsequenz. Schwierig bis gar nicht. In dem Augenblick, wo der Tatentschluss gefasst ist, bei jemand einen Mord zu begehen, nimmt er die Waffe als Tatmittel, weil sie eben unmittelbar verfügbar ist. Und es ist davon auszugehen, dass er den Entschluss wahrscheinlich, wenn die Waffe nicht verfügbar wäre, mit einem anderen Tatmittel umsetzen würde. Soll jetzt nicht beschönigend wirken, ist auch garantiert nicht verharmlosend. 300 Morde sind eine schlimme Zahl. Aber ich sehe da wirklich keinen gesetzgeberischen Maßnahme, die das verhindern würde. Man muss halt realistisch sein. Natürlich, du kannst dich jetzt hier hinsetzen und kannst sagen, alle Waffen gehören verboten und so. Aber ich weiß nicht, kann man sagen, aber auf der anderen Seite, halte ich das einfach für unrealistisch. Man kann das zwar sagen, aber da hat keiner einen Blumentopf durchgewonnen und so. Und man muss einfach sehen, wer dann wirklich immer noch eine Waffe will, selbst wenn Waffen und Munition in Deutschland verboten wären, der hätte auch immer noch eine Waffe. Dann hat er eine unregistrierte Waffe. Die wirklich eine Waffe wollen und damit irgendwie in eine Bank wollen oder sonst irgendwas wollen, die werden immer Waffen haben, davon mal ganz abgesehen. Klar, du reduzierst die Verfügbarkeit, dadurch reduzierst du auch Amokläufe oder Handlungen im Affekt, das ist natürlich ganz klar. Aber dann kursieren Waffen vom Schwarzmarkt. Ne? Das muss man einfach ganz klar so sehen. Dann hast du vielleicht noch weniger Kontrolle drüber als jetzt.
Weiß man nicht, ne? Das ist genau das Gleiche, wie wenn du Preis für Zigaretten und Alkohol in sonst was für Höhen drehst. Ja, dadurch kauft sich vielleicht ein 18-Jähriger keine Flasche Schnaps mehr, das stimmt. Aber die, die wirklich saufen wollen, die saufen dann auch weiter. Die holen den Alkohol schwarz über die Grenze, die brennen sich den Alkohol zu Hause, die vertun sich beim Brennprozess und bei der Hochzeit wird die ganze Verwandtschaft blind und so. Also da solche Nebeneffekte, wenn du Alkohol halt super teuer machst, oder das muss man halt alles mitbedenken bei solchen Verbotsforderungen und so, ne? Ob das jetzt Waffen sind, ob das Alkohol ist, ob das Zigaretten sind und so. Den dicksten Brummer haben wir uns für das Ende aufgehoben. Das ist eine sogenannte Pumpgun. Da bin ich jetzt schon gespannt. Weil das nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit wird es auch in der Schweiz irgendwann dazu kommen, ne? Das ist auch, du kannst, das ist einfach, sobald Waffen verfügbar sind, irgendeiner wird schon irgendwann auf eine Idee kommen, ne? Das sieht ja jetzt schon nochmal anders aus. Nimm die Waffe mal so in die Hand. Und jetzt nach vorne. Und jetzt bist du fertig. Jetzt bin ich wieder aufgeregt, weil das so ein krasses Gerät ist hier. Boah. Schulter eine Woche blau, oder? Boah, Alter. Puh. Genau. Das ist schon crazy, Alter. Oh, Alter, meine Schulter, krass. Wollen wir trotzdem mal vorgehen und schauen? Ja, bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Auch getroffen. Ich dachte, ach so, nee. Pumpgun ist immer, die streut, wenn man sie absägt, ne? Oder? Was man so aus irgendwelchen Serien und Filmen aufgeschnappt hat und so. Okay. Große Löcher drin. Was passiert denn mit den Waffen, die ihr nicht verkauft bekommt? Also kann ich dir zeigen, da hinten haben wir eine Gitterbox. Okay. Eine ist aber letztens abgeholt worden, sehe ich. Hier kommt erstmal alles rein, was wir nicht verkauft bekommen. Das sind so Schrottwaffen, die einfach... Wühltisch, Waffenhändler Wühltisch, das ist das. Die Reparatur nicht mehr lohnt. Also in dem Zustand, also kriegt man sowas nicht mehr weg. Das kann man... Das sind 4mm Waffen, das ist alles Mögliche. Ist ja nix. So alle 3 Monate in etwa wird die Gitterbox abgeholt, dann sind so 500 Waffen in etwa drin und dann werden die vernichtet. Was würdest du sagen, wie schwer ist es in Deutschland, eine Waffe zu kaufen? Der Aufwand, legal an eine Waffe zu kommen, der ist so hoch, dass ich mir lieber illegal eine besorgen würde. Okay, ja, aber das ist im Prinzip, geht das in die Richtung, ne? Klar, du kannst alles super strenge Gesetze erlassen und so. Die Leute, die eine wollen, die werden schon eine haben. Klar. Aber es ist einfach ein realistischer Blick auf die Dinge mit Fußballett. Das ist tatsächlich die Sache, ne? Das eine ist so der legale Markt und dann sind die registriert und so, alles gut und schön. Und das andere ist eben, ja, wer eine will, der kriegt schon eine, mit Waffenschein oder ohne, ne? Heute nichts mehr arbeiten, das ist das. Samba si, arbeiten, no. Wir haben es doch probiert mit Arbeit. Und? Hat's was gebracht? So, dann machen wir doch lieber mal früh Schluss und hängen ein bisschen auf Twitch miteinander ab. Das ist natürlich die Sache, klar. Entweder man macht einen Yachtschein, was sehr, sehr teuer und zeitaufwendig ist und eine Menge Büffelei. Im Verein muss man mittlerweile 1 Jahr lang Mitglied sein. Man wird ständig überprüft von den Behörden. Man muss an den entsprechenden Wettkämpfen teilnehmen. Man muss die Zuverlässigkeit nachweisen, eine Fachkunde nachweisen. Und dann, wenn man die Waffe hat, muss man auch regelmäßig damit schießen, regelmäßig trainieren, regelmäßig Wettkämpfe schießen. Auch das muss man wieder nachweisen. Ansonsten wird einem die Waffe wieder abgenommen. Ansonsten wird einem die Waffe wieder abgenommen. So spontan. Wenn, also eine Waffe, die ich wirklich mal halten wollen würde, wenn ich da so drüber nachdenke. Ich meine, diese riesige 1,60 lange Scharfschützenwumme da. Okay,
Das kennt man halt von Counter-Strike. Klar könnte man sagen, die möchte man vielleicht mal in der Hand halten oder das wäre vielleicht mal interessant. Aber das ist es, das wäre es gar nicht so für mich. Für mich wäre es interessant, so ein Colt. So ein Colt. Wie man das so aus dem Western kennt. So was, so ein Ding, was womit Charles Bronson schon den Wilden Westen aufgemischt hat. So ein Ding irgendwie mal halten, mal angucken, wie schwer ist das? Wie ist das so, wenn dieses Magazin rausgeklappt wird, wenn man da so drüber rollt über dieses Drehmagazin und so in so einem Colt? Sowas eher. Oder so eine, wie nennt man das in 1900, 1800? Steinschuss, Steinschluss irgendwie. So verziert und so. Mit so einem dicken Kolben oder so eine Duellierwaffe oder so. Da mal gucken, wie schwer ist das und so. Das könnte ich mir schon irgendwie am ehesten vorstellen. Aber jetzt mit so einem Maschinengewehr auf so eine Shooting Range. Null. Also ich bin da sehr ambivalent tatsächlich. Ich kann das verstehen mit der Ästhetik und dass das auch knallt und für Sammler und die verschiedenen Hersteller und so. Kann ich das, ich kann dieses schon nachvollziehen. Und auf der anderen Seite, wenn man mal gesehen hat, gibt es ja auch auf YouTube ohne Ende, wenn so eine Kugel in so einen Gelatineblock eindringt, und das ist ja nichts anderes als dein Torso mit dem ganzen Gedärm und den ganzen Organen und der Lunge und so. Auf der anderen Seite sehe ich das natürlich auch, ne? Wenn dann so eine Kugel in so einen Gelatineblock eindringt. Horror. Was so eine Kugel für Verheerung anrichtet im Körper und so. Das sehe ich natürlich irgendwie auch. Ne? Ja, Achim, vielen Dank auf jeden Fall, dass du mir heute alles gezeigt hast. Hat mich gefreut, war super spannend. Das war mein Tag als Waffenhändler. Ich glaube, so viele Waffen wie heute habe ich noch nie gesehen. Ich bin nach dem Dreh so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits kann ich die Faszination an Waffen jetzt auf jeden Fall besser nachvollziehen. Ich sag mal so, ne? Edgar für Tomatolix. Das wäre so meine Forderung. Jetzt einfach nur mal jetzt so out of context.